Wir haben gerade eine schreckliche Zeit hinter uns. Die letzten Wochen waren mit Grauen erfüllt. Wir hatten Militärschläge von der US-Regierung, von der britischen Regierung, Frankreich, die alle völkerrechtlich illegal waren, vielleicht sogar Kriegsverbrechen. Viele Menschen haben schon davon gesprochen, vielleicht sind wir wieder in einem vollen neuen kalten Krieg. Oder einige haben sogar gesagt, nein, es ist kein kalter Krieg, es ist die Schwelle eines heißen Krieges. Es ist eigentlich nur der Besonnenheit Russlands und Präsident Putins zu verdanken, dass diese Militärschläge nicht weiter eskaliert sind. Dass die russische Regierung eine andere Form gewählt hat, nämlich nicht eine militärische Reaktion, sondern im wirklichen Sinn eine Flanke. Und zwar hat die Sprecherin des Außenministeriums eine lange Liste vorgelesen der Kriege, Attentate, Fake News, Fehlinformationen, Manipulationen des sogenannten großen Schachspiels Great Game, mit dem Großbritannien, das sich in dieser Situation als der Hauptkriegstreiber erwiesen hat, über die Jahrhunderte hin Kriege vom Zaun gebrochen hat. Aber das jetzt nur als Bezug zu der Situation, die wir gerade in den letzten Wochen erlebt haben. Weil gerade auch die neue Seidenstraße hat das einzigartige Potenzial, alle diese Szenarien zunichte zu machen und durch eine Win-Win-Kooperation, eine wirtschaftliche Kooperation zum gegenseitigen Vorteil aller beteiligten Nationen zu ersetzen. Jede Nation und jede Kultur hat irgendwann mal in ihrer Geschichte ihre höchste Ausdrucksform gefunden. Und trotz aller Unterschiede, die Kulturen haben, gibt es doch universelle Prinzipien, die sie verbinden. Also gemeinsam ist diesen Hochphasen der Kultur überall auf der Welt immer ein absoluter Optimismus über das Menschenbild, die Rolle des Menschen im Universum und dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der harmonischen Entwicklung aller menschlichen, geistig-spirituellen Fähigkeiten und der Harmonie zwischen den Staaten und den Gesetzen im Kosmos.